Sicher auftreten und authentisch sein, das wünschen sich viele. Wie du ganz einfach dein Selbstvertrauen stärken kannst und ganz ohne Druck, das zeige ich dir in diesem Video. Viele sind ja der Meinung, dass nur extrovertierte Menschen es schaffen, sicher aufzutreten. Man müsste eine Rampensau sein oder ähnliches, um im Außen zu punkten. Der Meinung bin ich nicht. Als Duxmäuschen geboren, immer eine graue Maus. Das muss nicht stimmen. Was stimmt, ist, dass in der Kindheit Prägungen stattfinden und diese Prägungen sind natürlich sehr stark. Aus diesen Erfahrungen, die mit Gedanken und Gefühlen zusammenhängen und auch so im Gehirn abgespeichert werden, entwickelt sich ein Verhaltensmuster. Und das wird halt dann immer wieder wiederholt. Das Gehirn oder der Mensch ist ja auch bequem und es hat ja auch etwas für sich, wo man nicht jede Minute oder jede Sekunde nachdenken muss, was jetzt zu tun ist oder wie man reagieren soll. Da schaltet einfach unser ganzes System auf Automatik und man spult so dieses Verhalten ab, was man sich halt eingelernt hat. Der eine reagiert auf Zurückweisung wütend, der andere zieht sich noch mehr zurück, ganz verschieden. Und so hat jeder seine Strategie. Nur dann gibt es eine Zeit im Leben, wo einem klar wird, die Strategie passt für mich nicht mehr. Die blockiert mich mehr, als dass sie mich weiterbringt. Und das ist der Zeitpunkt, wo eine Änderung ganz dringend notwendig ist. Auch mit Neurodings ist es ja unser Anliegen, Gedanken umzuformen, damit neue Emotionen möglich sind und damit neue Handlungsweisen. Authentische Menschen sind Menschen, die einen sehr faszinieren. Sie gehen ihren Weg, sie machen ihr Ding, jetzt nicht unbedingt rücksichtslos, aber sie bleiben dran und sie bleiben dabei und verfolgen ihren Weg. Das kann man ja auch freundlich machen. Ein Fehlglaube ist, dass man immer allen alles recht machen muss, immer duxmäuserisch allen folgen muss und man könnte dann meinen, dann irgendwann kommt einmal der Dank, es kommt die Anerkennung, es kommt ein Lob, irgendwas in der Form. Aber das kommt nicht. Jedenfalls nicht in der Form, in der man es erwartet, beziehungsweise da gibt es dann eine Schieflage. Wenn man sich selbst immer hinten anstellt, dann übernehmen die anderen dieses Verhalten. Das heißt, die reihen dich dann jedes Mal zurück. Zuerst macht man es selbst oder zuerst passiert es in der Kindheit vielleicht. Ja, man übernimmt es. Dann hat man diese Automatik in sich und stellt sie automatisch wie auf Knopfdruck hinten an. Immer hinten, hinten, hinten. Und irgendwann übernimmt das Umfeld das auch und sagt, ah, die gehört ja hinten hin. Die muss nicht vorn sein, das macht ja nichts, die braucht das nicht oder was auch immer. Wir programmieren das Gehirn schrittweise um, sodass wir rascher aus dieser Automatik aussteigen können und dass wir auch nicht ständig im Alarmmodus sind, wo dann diese automatischen Reaktionen abgerufen werden. Das sind ja Geschichten von früher, die einen triggern. Das hat ja oftmals wenig mit dem Jetzt zu tun. Hängt immer mit früher zusammen und dann läuft diese Automatik los, die wir ja nicht mehr haben wollen. Wir entspannen uns und die Sichtweise wird klarer und dann kann ich mich wieder neu fokussieren und neu ausrichten und da dranbleiben und dabei bleiben. Und das hat auch sehr viel mit authentisch sein zu tun. Diese positive Auswirkung habe ich auch sehr gut an einem Beispiel einer Kundin jetzt wieder nachvollziehen können, die genau so ein Leben gelebt hat, immer hinten anstehen, immer graue Maus sein. Und mit der Zeit hat sie ihre Bedürfnisse gar nicht mehr wahrgenommen. Sie war 24 Stunden am Tag für ihre Familie da und für alle Leute, die irgendwas gebraucht haben. Und anfangs hat sie das ja auch ein bisschen erfüllt, weil sie wurde ja gebraucht. Aber im Endeffekt kommt man dann drauf, dass man selbst auf der Strecke bleibt. Wo bleibt da das eigene Leben? Wo bleibt die individuelle Freiheit? Wo bleibt das, was man tun möchte? Genau das hat sie sich selbst gefragt und hat jetzt den Entschluss gefasst, sie möchte ihr Leben umändern, aber nicht wieder so, dass es anderen gefällt und passt, sondern sie möchte endlich ihr Leben leben. Die Frage ist, wie? Sie hat es auf andere Art und Weise versucht und durch einen Wink des Schicksals, wie sie gesagt hat, hat sie sich wieder daran erinnert, dass wir darüber gesprochen haben, wie man Verhaltensweisen ändern kann. Und sie hat sich dann bei mir gemeldet und wir haben einige Wochen miteinander gearbeitet und haben sukzessive das umgeformt. Das haben wir durch Gespräche gemacht, das haben wir durch neurokreatives Zeichnen gemacht. Diese Dinge, die noch von früher da waren, umzuformen,
Das sind ja Prägungen, das kann ich ja nicht auf einen Schnipser weglöschen, sondern das macht einen ja aus, das prägt einen, das passt ja auch so. Man hat ja auch viel Positives daraus gelernt. Schwierig wird es immer nur dann, wenn es einen blockiert, wenn die Verhaltensweisen, die man hat, einen nicht zufriedenstellen, weil man sich nachher immer wieder denkt, hätte ich doch was anders gesagt oder anders getan, hätte ich anders reagiert. Und das nützt aber nichts, sich da wieder zu ärgern und fertig zu machen, sondern jetzt wirklich einmal da drauf zu schauen, was ist es, warum mache ich es, und dann sofort umformen. Und da hilft eben dieser Wechsel von linker, rechter Gehirnhälfte, von Bewusstem, Unbewusstem, was wir mit dem neurokreativen Zeichnen, mit Neurodings machen, sehr gut. Und der Vorteil ist, es macht von Anfang an Spaß, es entspannt total. Und nur in der Entspannung sind neue Ideen möglich. Jetzt rein vom Gehirn her. In einem Alarmzustand ist das Gehirn in einem anderen Frequenzbereich und hat nicht alle Möglichkeiten und alle Erfahrungen abrufbar, sondern nur die, die am öftesten und am stärksten abgerufen worden sind. Und das sind meistens die, die mit negativen Gefühlen besetzt sind, und dann ist man genau in dieser Automatik drinnen, die man eben nicht mehr möchte. Die Kundin hat von mir ganz speziell ausgearbeitete Zeichenabläufe bekommen, genau für ihre Situation. Und sie hat sie Schritt für Schritt ihre Welt gezeichnet, wie sie ihr gefällt, so könnte man das sagen. Und sie war extrem erfolgreich, und es ist in einer so schnellen Zeit über die Bühne gegangen, dass man nur mehr so staunt. Wir waren in der Zeit von diesem Umgestaltungsprozess immer wieder in Kontakt, haben uns immer wieder abgesprochen, und es ist Schritt für Schritt vorangegangen. Sie hat total viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufgebaut, und es war eine Riesenfreude, wie sie mich angerufen hat und einige Wochen später was erzählt hat, was keiner für möglich gehalten hat. Sie hat sich von ihrem Partner getrennt, was schon ganz lang Thema war, und sie hat sich eine neue Wohnung gesucht. Sie hat die selbst gestaltet, ganz nach ihren Bedürfnissen und Vorstellungen, und ist irrsinnig stolz drauf. Sie hat jetzt eine total andere Ausstrahlung. Und sie hat auch jemanden kennengelernt, sie geht das ganz langsam an, aber das hat ihr natürlich auch noch einmal einen Auftrieb gegeben, begehrt zu sein, richtig zu sein, so wie sie ist, und einfach ihr eigenes Leben und sich selbst zu leben. Es war so, als würde sie sich selbst wieder gefunden haben und sich selbst wieder lieben. Jeder Tag ist kostbar, das ist ihr bewusst geworden. Sie möchte keinen Tag vergeuden, sie möchte jeden Tag wirklich sagen können, sie hat den gelebt, wie sie ihn leben möchte. Auch wenn immer wieder Probleme sind, das ist ja klar, das gehört ja zum Leben dazu. Und trotzdem, es hat eine ganz andere Qualität. Wenn dich das anspricht und für dich auch ein Thema ist und du sagst, du möchtest auch Glaubensmuster verändern, umprogrammieren, sodass du wirklich mehr dein eigenes, dich selbst lebst, das wurde uns ja so viel aberzogen, dann melde dich gerne zu einem Orientierungsgespräch, das ist kostenlos. Wir führen einfach ein Gespräch über Zoom und schauen gemeinsam, wie dir meine Methode helfen könnte, damit du wieder dorthin kommst, wo du eigentlich sein möchtest. So oder so, mach dein Ding.